Es gibt in Bezug auf Daniel Kapitel 9, Vers 24 bis Vers 27 zwei verschiedene Arten von Bibelübersetzungen, deren Unterschied beim Vergleich mit der zum Beispiel Schlachterbibel und der Elberfelder Bibel zu finden ist. Anhänger der 70-Jahr-Wochen-Theorie favorisieren in Bezug auf Daniel Kapitel 9, Vers 24 bis Vers 27 Bibelübersetzungen, wie es zum Beispiel die Elberfelder Bibel ist. Man behauptet, dass Gott durch solche Übersetzungen mit Hilfe von Jahrwochen den Zeitpunkt des Wirkens Jesu im Voraus offenbarte, indem man diesen Tag dann berechnen konnte. Dieser Definition nach macht eine Jahrwoche 7 Jahre aus. In Daniel Kapitel 9, Vers 24 wurde bis zur Rettung Israels eine Frist von 70 Wochen gegeben. Daher, sobald diese Frist abläuft, auch die Rettung Israels eintrifft. In Daniel Kapitel 9, Vers 25 wird beschrieben, wann genau diese 70 Wochen anfangen abzulaufen, nämlich mit dem Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen. Nach diesem Ausruf müssen der Schlachterbibel nach 7 Wochen bis zum Gesalbten vergehen. Und dieser wird 62 Wochen lang wirken. Und nach diesen 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet. Die letzte und 70. Woche beschreibt den Beginn des Wirkens des Antichristen in Jerusalem. Wenn in solchen Übersetzungen eine Jahrwoche 7 Jahre ausmachen soll, wird der Gesalbte, der aufgestellt wird, nach Daniel Kapitel 9, Vers 25 bis Vers 26, 62 mal 7 Jahre gleich 434 Jahre lang leben, weil der Gesalbte nach 7 Wochen aufgestellt wird und 62 Wochen lang wirken wird. Deshalb nehmen Anhänger dieser Jahrwochentheorie hier gerne immer Übersetzungen, wie es zum Beispiel die Elberfelder Bibel ist, wobei die 7 Wochen als Jahrwochen gesehen werden. Hier heißt es dann in Jahrwochen gesehen, dass bis zum Aufstellen des Messias heißt es dann statt Gesalbten 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen vergehen werden, was zusammen 69 Jahrwochen macht. Dabei hält man diesen Gesalbten für Jesus und glaubt deshalb auch, dass mit diesen 69 Jahrwochen gleich 483 Jahren der Zeitpunkt des Wirkens Jesu ab der Prophezeiung gesehen zu berechnen war. Eine Sache wird hier sofort deutlich. Wir haben ein Problem mit den Bibelübersetzungen, weil sich die Übersetzungen hier total widersprechen. Es kann aber nur eines hier die Wahrheit sein. Jetzt kommt die große Frage beim Christen. Welche Übersetzung spricht hier die Wahrheit und welche nicht? Das lässt sich Gott sei Dank prüfen, weil wie auch immer bei allen Auslegungen alles zusammenpassen muss, muss bei dieser Jahrwochentheorie ebenfalls alles stimmen, damit sich diese auch als wahr herausstellt. Dies ist aber keineswegs der Fall. Es wird viel um die Übersetzung in Bezug auf Daniel, Kapitel 9, Vers 24 bis Vers 25 gesprochen und behauptet. Man versucht einen zu überzeugen, dass es nichts Ungewöhnliches ist, dass die Bibel Jahrwochen verwendet, dass dies nicht die einzige Stelle in der Bibel ist, wo es Jahrwochen gibt und dies auch einen ihrer Argumente darstellt. Man behauptet, dass im Originaltext in Daniel Kapitel 9, Vers 24 das hebräische Wort geschrieben Schafur mit V Verwendung findet und dieses Wort eine 7er-Einheit bezeichnet. Aber im Kontext von Daniel Kapitel 9 mit diesem Wort keine Einheit von 7 Tagen gemeint ist, sondern eine Einheit von 7 Jahren gemeint sein muss. Und zwar ohne diesen Kontext dann zu erklären. Dies ist auch nicht wichtig und man muss auch nicht Hebräisch können, um die falsche Übersetzung ausfindig zu machen, weil es Gott sei Dank einen einfachen Weg gibt, welcher Diskussionen keinen Raum lässt. Alles, was ihr hierfür braucht, ist die Bibel selbst.
Der Jahrwochentheorie nach wird der Antichrist in der 70. Woche 7 Jahre lang wirken, weil eine Woche dieser Theorie nach 7 Jahre lang dauert. Dies widerspricht aber absolut Daniel Kapitel 12, Vers 11. Denn in Daniel Kapitel 12, Vers 11 wird deutlich gesagt, dass von der Zeit, wo das beständige Opfer abgetan wird und der Antichrist aufgestellt wird, dem Antichristen 1290 Tage gegeben sind, was natürlich keine 7 Jahre sind. Hier behaupten jetzt Anhänger der Jahrwochentheorie, dass die ersten 3,5 Jahre der 70. Woche, also in der ersten Hälfte dieser Woche, der Antichrist keinen Krieg führen wird, sondern einen Bund in Frieden mit den Menschen schließen wird. Und erst nach diesen ersten 3,5 Jahren wird der Antichrist auf einmal ein ganz anderes Gesicht zeigen und das beständige Opfer abtun. Daniel Kapitel 11, Vers 29 bis Vers 31 nach. Hat der Antichrist überhaupt kein Vorhaben, irgendetwas 3,5 Jahre lang zu spielen und dann erst den Tempel entweihen zu lassen und das beständige Opfer abzutun? Im Gegenteil, er wird nach Jerusalem ziehen, um offen seinen Zorn am Heiligen Bund auszulassen. Deshalb werden seine Truppen zuerst das Heiligtum entweihen, das beständige Opfer abtun und den Antichristen aufstellen. Das kommt in Daniel Kapitel 11, Vers 31. Also zuallererst und erst danach wird der Antichrist die Menschen versuchen zu verführen. Und zwar als ein Frevler des Heiligen Bundes von Anfang an, wie es die Bibel auch immer beschreibt. Diese Reihenfolge in Daniel Kapitel 11, Vers 29 bis Vers 31 ist in den Bibelübersetzungen, welche sich in Bezug auf Daniel Kapitel 9, Vers 24 bis Vers 27 unterscheiden, ebenfalls so beschrieben. Diese Reihenfolge widerspricht interessanterweise Daniel Kapitel 9, Vers 27 nur in den Bibelübersetzungen, welche von den Anhängern der 70-Jahrwochen-Theorie favorisiert werden. Der Widerspruch liegt darin, dass in den von den Anhängern der 70-Jahrwochen-Theorie favorisierten Bibelübersetzungen bei Daniel Kapitel 9, Vers 27 die Rede davon ist, dass der Antichrist an einem Bund mit den Menschen arbeiten wird, bevor er das Heiligtum entweiht, das beständige Opfer abtut und der Antichrist aufgestellt wird, was natürlich Daniel Kapitel 11, Vers 29 bis Vers 31 widerspricht, obwohl es sich sogar auch um dieselben Übersetzungen handelt, nämlich Daniel Kapitel 11, Vers 29 bis Vers 31 sagt wie vorher erklärt, dass der Antichrist erst nachdem das Heiligtum entweiht, das beständige Opfer abgetan und der Antichrist durch seine Truppen aufgestellt wird, an einem Bund mit den Menschen arbeiten wird. Wir haben hier also total umgekehrte Reihenfolgen in den verschiedenen Bibelübersetzungen, was verdeutlicht, dass die Übersetzungen, welche von Anhängern der Jahrwochentheorie favorisiert werden, in Bezug auf Daniel Kapitel 9, Vers 27, auf keinen Fall stimmen können. Denn Daniel Kapitel 11, Vers 29 bis Vers 31 stimmt immer in den verschiedenen Übersetzungen überein. Der Jahrwochentheorie nach meint man, dass die Wiederkunft Jesu und die Rettung Israels und somit auch die volle Zahl aller Heiligen, von welcher Paulus in Römer Kapitel 11, Vers 25 bis Vers 26 sprach, mit dem Ende der letzten, daher der 70. Woche eintrifft, weil man glaubt, dass sich die 70. Woche aus Daniel Kapitel 9, Vers 24 bis Vers 27 bis zum Ende der Endzeit und somit bis zur Wiederkunft Jesu erstreckt. Das wird aber in Daniel Kapitel 9, Vers 24 bis Vers 27 nicht gesagt, sondern es heißt in Daniel Kapitel 9, Vers 24, nur dass sich die 70 Wochen
bis zur Rettung Israels erstrecken. In Daniel Kapitel 9, Vers 26: Nur, dass der Krieg, welcher bis zum Ende dauert, in der 70. Woche beginnt. Und in Daniel Kapitel 9, Vers 27: Nur, dass der Antichrist in der letzten Woche aufgestellt wird. Es heißt nicht, dass sich diese Woche bis zur Wiederkunft Jesu erstreckt, was ja dann auch den Tag des Herrn berechnen lassen würde und vor allem aus diesem Grund nicht gemeint sein kann, dass sich diese Woche bis zur Wiederkunft Jesu erstreckt. Denn der Tag des Herrn bleibt ein Geheimnis bis zur Wiederkunft Jesu selbst. Denn noch nach dem Ausgießen der sechsten Schale Gottes, in Offenbarung Kapitel 16, Vers 15, sagt Jesus, dass er kommen wird wie ein Dieb. Außerdem kommt das Reich Gottes schon in Offenbarung Kapitel 11, Vers 15 zustande, welches die Heiligen Gottes sind, und dieses ist erst mit der vollen Zahl aller Heiligen komplett. Deshalb muss in Offenbarung Kapitel 11, Vers 15 von der vollen Zahl aller Heiligen die Rede sein, was auch verdeutlicht, dass die Rettung Israels nicht erst bei der Wiederkunft Jesu eintreffen kann. Dies bestätigen zum Beispiel auch Sacharja Kapitel 13, Vers 8 bis Vers 9 und Daniel Kapitel 11, Vers 35, wo diese Stellen zusammen davon reden, dass wenn ganz Israel gerettet wird, all diese durch die Trübsal müssen und demnach nicht erst bei der Wiederkunft Jesu gerettet werden können. Genauer gesagt beginnt der Antichrist alle Heiligen, nachdem die volle Zahl aller Heiligen eingegangen ist, zu verfolgen. Also nachdem ganz Israel gerettet wurde und somit auch die Trübsal in dieser Hinsicht für die Heiligen erst nach der Rettung Israels eintrifft. Wie es auch Sacharja Kapitel 13, Vers 8 bis Vers 9 deutlich macht, dass ganz Israel zuerst gerettet wird und dann durchs Feuer geschickt wird, was auch bedeutet, dass die Verfolgung der Heiligen durch den Antichristen nach der 70. Woche beginnt und diese Woche sich somit nicht bis zur Wiederkunft Jesu erstreckt. Aber noch viel mehr dazu in unserer zweiteiligen Videoreihe über die volle Zahl aller Heiligen. Besonders der zweite Teil dieser Videoreihe trifft auf dieses Video zu. Ebenfalls erklärt unser Video über die wichtige Rolle der zwei Zeugen Gottes, dass die Rettung Israels eintreffen muss, bevor der Antichrist die Heiligen beginnt zu verfolgen und warum dieser Zeitpunkt gleich nachdem Gott die zwei Zeugen in den Himmel zu sich holt, eintreffen muss. Alle nötigen Videos zu diesem Thema sind über Links in der Videobeschreibung zu finden. Man ignoriert bei der 70-Jahr-Wochen-Theorie auch erstmal, dass Daniel Kapitel 9, Vers 27 überhaupt nicht davon spricht, dass der Antichrist nur eine Woche lang wirken wird. Denn Daniel Kapitel 9, Vers 26 bis Vers 27 macht nur deutlich, dass der Antichrist gleich nach der 69. Woche, also in der 70. Woche, in Jerusalem eindringt und daran arbeiten wird, dass man das Heiligtum entweiht, das beständige Opfer abtut und den Antichristen aufstellt, wie es auch in Daniel Kapitel 11, Vers 31 beschrieben wird. Denn die Entweihung des Heiligtums, das Abtun des beständigen Opfers und das Aufstellen des Antichristen gehört immer zusammen und bildet ein und dieselbe kurze Zeitspanne, was auch mit den Worten Jesu in Lukas Kapitel 21, Vers 20 bis Vers 21 übereinstimmt, wo Jesus sagte, dass wenn man Jerusalem von Kriegsheeren belagert sieht, sofort flüchten soll und nicht 3,5 Jahre bis zur Verfolgung Zeit hat. Und das sagte Jesus für die Zeit, wo der Antichrist noch gar nicht in Jerusalem eingedrungen ist. Dadurch wird deutlich, wie schnell alles gehen wird. Denn nach Daniel Kapitel 9, Vers 27 wird der Antichrist innerhalb von 3,5 Tagen aufgestellt. Weil das Aufstellen des Antichristen nach Daniel Kapitel 9, Vers 27 erst nach der ersten Hälfte
dieser Woche zustande kommt. Zur Rettung Israels kommt es aber nach der zweiten Hälfte der 70. Woche, also nachdem die in Daniel Kapitel 9, Vers 24 bis zur Rettung Israels gegebenen 70 Wochen abgelaufen sind. Was wird hier also in der ersten und in der zweiten Hälfte der Woche genau geschehen? Weil die letzte Hälfte der 70. Woche bis zur Rettung Israels 3,5 Tage ausmacht und ganz Israel, wie in unserer zweiteiligen Videoreihe, über die volle Zahl aller Heiligen erklärt, erst nach der Auferstehung der beiden Zeugen Gottes eintrifft, was 3,5 Tage ausmacht, weil diese erst nach 3,5 Tagen zu Gott in den Himmel geholt werden, muss in der ersten Hälfte der 70. Woche der Kampf zwischen den zwei Zeugen Gottes und dem Antichristen stattfinden und bis zur zweiten Hälfte der 70. Woche beendet werden. Und nachdem der Antichrist diese beiden getötet hat und die beiden tot daliegen, wird der Antichrist aufgestellt. Nachdem diese zwei Zeugen Gottes dann nach 3,5 Tagen auferstehen, kommt es zur Rettung Israels und zugleich beginnt die Verfolgung der Heiligen, wie in unserem Video über den Beginn der Verfolgung der Heiligen durch den Antichristen erklärt wird. Das Ende der dem Antichristen gegebenen Zeit beträgt ab dem Tag, wo der Antichrist aufgestellt wird, 1290 Tage. Wie es Daniel Kapitel 12, Vers 11 beschreibt. Somit gibt es keinen Raum für ein Wirken in Dauer von 7 Jahren in der 70. Woche, wie es die Jahrwochentheorie lehrt. Deshalb ist auch ein Wirken des Antichristen als großer Freund und Helfer in Dauer von 3,5 Jahren unmöglich, weil dies nicht reinpasst. Und zwar sogar, auch wenn man es so nehmen würde, dass der Antichrist in Daniel Kapitel 9, Vers 26 bis Vers 27 nur eine Woche lang wirken wird, was hier natürlich nirgendwo gesagt wird. Weil, wie vorher erwähnt, in Daniel Kapitel 9, Vers 26 bis Vers 27 nur der Beginn des Auftritts vom Antichristen beschrieben wird. Außerdem wird dem Antichristen in Bezug auf sein Auftreten immer ein und dieselbe Rolle zugeschrieben, nämlich die offene Rolle des Kriegers gegen die Heiligen, und zwar immer in einer Dauer von 42 Monaten. Was auch definitiv bestätigt, dass die 70 Wochen in Daniel Kapitel 9, Vers 24 bis Vers 27 keine Jahrwochen von jeweils 7 Jahren sein können und somit die Vorhersage des Zeitpunkts für das Wirken Jesu nicht stimmen kann, denn diese hängt ausschließlich von den Jahrwochen ab. Jemand würde jetzt vielleicht fragen, wie man die Tatsache ignorieren soll, dass die Zeitspanne in Jahrwochen vom Wirken Daniels bis zum Wirken Jesu so gut zusammenpassen. Die Zeitangaben des Wirkens von Jesus und Daniel sind Geschichtsbücher, daher Bücher, welche von beliebigen Menschen geschrieben werden. Und die Bibel ist die Bibel. Und Tatsache ist, dass die 70-Jahrwochen-Theorie mit Geschichtsbüchern übereinstimmt, was vielleicht zufälligerweise auch stimmen mag. Das Problem im Ganzen ist aber, dass die 70-Jahrwochen-Theorie der Bibel widerspricht. Und zwar egal in welcher Übersetzung, wo der Raum für Diskussionen einfach seinen Platz verliert, weil spätestens dann ist Schluss. Die Widersprüche betreffen außerdem nicht nur mehrfach Daniel, sondern auch mehrfach die Offenbarung und andere Propheten, wie zum Beispiel Sacharja, Apostel Paulus, die Evangelien. Daher wird die 70-Jahrwochen-Theorie am Ende nur durch Geschichtsdaten bestätigt. Aber durch die Bibel selbst wird diese mehrfach von mehreren Bibelschreibern widerlegt. Deshalb denke ich, dass es unwichtig ist, wie gut die 70-Jahrwochen-Theorie mit Geschichtsbüchern übereinstimmt. Sie spricht gegen die Bibel. Wie nicht nur in diesem Video, sondern auch in anderen Videos von uns erklärt wird.
In Daniel Kapitel 9, Vers 24 bis Vers 25 ist eine Frist von 70 Wochen bis zur Rettung Israels gegeben, welche mit dem Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen, anfängt abzulaufen. Daniel Kapitel 9, Vers 26 bis Vers 27 spricht davon, dass in der 70. Woche ein Krieg in Jerusalem ausbrechen wird, welcher bis zum Ende dauern wird, was deutlich die Endzeit anspricht, und dass in dieser 70. Woche, also gleich zu Beginn dieses Krieges, das Heiligtum entweiht, das beständige Opfer abgetan und der Antichrist aufgestellt wird. Da Daniel Kapitel 9, Vers 26 bis Vers 27 also sehr deutlich in Bezug zur Endzeit steht, stehen auch die zur Rettung Israels gegebenen 70 Wochen in Daniel Kapitel 9, Vers 24 in Bezug zur Endzeit, und somit steht auch der ganze Abschnitt in Daniel Kapitel 9, Vers 24 bis Vers 27 in Bezug zur Endzeit, weil zurückgerechnet nur 69,5 Wochen ab dem Aufstellen des Antichristen in Daniel Kapitel 9, Vers 27 vergehen werden, und zwar bis zum Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen in Daniel Kapitel 9, Vers 25, weil der Antichrist nach der ersten Hälfte der 70. Woche aufgestellt wird. Was deutlich macht, wie schon in anderen Videos von uns erklärt, dass Jerusalem in der Endzeit mindestens zweimal zerstört sein wird. Auf jeden Fall wird sich Jerusalem 62 Wochen lang, bevor der Antichrist in Jerusalem eindringt, im Aufbau befinden. Ebenfalls wird hier deutlich, dass mit Daniel Kapitel 9, Vers 24 bis Vers 27 nicht die Rede vom Wirken Jesu auf Erden sein kann, auch wenn man mit Jahrwochen rechnen würde, weil diese Wochen niemals von der Endzeit bis zum Wirken Jesu reichen. Trotzdem wird der Jahrwochentheorie nach behauptet, dass es sich bei den Wochen um Jahrwochen handelt und die ersten 7 Wochen und die 62 Wochen, also insgesamt 69 Wochen, in einem Stück bis zum Opfer Jesu durchgelaufen sind und die letzte, also die 70. Woche, auf einmal irgendwie zur Endzeit gehört. So etwas steht nirgendwo in der Bibel, dass die 70 Wochen so getrennt werden oder überhaupt getrennt werden. Im Gegenteil, es heißt in Daniel Kapitel 9, Vers 24 wortwörtlich, dass 70 Wochen gegeben werden, also im Stück als Frist gegeben werden bis zur Rettung Israels, und nur getrennt genannt werden mit 70 Wochen, 62 Wochen und der letzten, also der 70. Woche, um zu erklären, welcher Abschnitt was ausmachen wird. Denn trifft die erste Woche mit Daniels Prophezeiung ein und die letzte Woche angeblich erst in der Endzeit, dann ist doch klar, dass die Frist für die Rettung Israels nicht nur 70 Wochen beträgt, sondern unvergleichbar mehr sein muss, weil diese Frist auch mit Jahrwochen gesehen definitiv um das Mehrfache nicht bis in unsere Zeit hineinreicht, aber in Wahrheit dann sogar auch unbekannt ist, weil der Tag der Rettung Israels nicht bekannt ist. Warum? Weil man nicht weiß, wann es zum Befehl kommt, Jerusalem wieder aufzubauen. Es steht also alles so deutlich da, dass es deutlicher nicht geht, nämlich, dass 70 Wochen für die Rettung Israels in einem Stück als Frist gegeben sind. Und wenn diese 70 Wochen beginnen und abgelaufen sind, die Rettung Israels eintrifft. Leider möchten manche unbedingt die Prophezeiung als Vorhersage für den Zeitabschnitt des Wirkens Jesu haben und widersprechen dann einfach der Bibel selbst, wo die Bibel doch deutlicher nicht sein kann. Und man erfindet, dass die letzte Woche einfach irgendwann später in der Menschheitsgeschichte eintrifft, aber die Frist von 70 Wochen dann immer noch 70 Wochen ergibt, weil diese ja der Bibel nach wirklich 70 Wochen sein muss und ist. Das wäre ungefähr, wie wenn man sagen würde, dass die zwei Zeugen Gottes in Offenbarung, Kapitel 11, Vers 3 bis Vers 11,
1260 Tage lang wirken werden und danach 3,5 Tage lang tot daliegen werden. Aber sie werden nicht gleich nach den 1260 Tagen umgebracht, sondern irgendwann viel, viel später. Aber ihnen wird trotzdem ab Beginn ihres Wirkens 1260 Tage plus 3,5 Tage später von Gott wieder Leben eingehaucht. Das ist krass, was sich diese Leute alles trauen. Gott schütze uns vor solchen Dingen. Glaube, dass jeder, der es ehrlich meint mit der Wahrheit, aber sich gegen diese erfundenen und zusammengebastelten Theorien nicht wehren kann, hier rauskommt durch die Gnade Gottes, welche jedem Auge, welches sehen möchte, die Wahrheit auch offenbart und zu verstehen schenkt, was man momentan noch nicht erkennt. Wie schon in diesem und anderen Videos von uns erklärt, deren Verlinkungen in der Videobeschreibung zu finden sind, sind Jahrwochen in Daniel Kapitel 9, Vers 24 bis Vers 27 aus mehreren Gründen absolut ausgeschlossen. Wie auch jede falsche Auslegung und falsche Übersetzung ihre Gefahren mit sich bringt, stoßt man beim Thema 70 Jahrwochen in Bezug auf Daniel Kapitel 9, Vers 24 bis Vers 27 ebenfalls auf Gefahren. Die 70-Jahrwochen-Theorie beschreibt ein ganz anderes Bild vom Antichristen in einem erfundenen Zeitraum und die Dauer seines Wirkens wird verdoppelt, wie es auch in anderen Videos von uns zu diesem Thema verdeutlicht wird. Man behauptet, dass der Antichrist insgesamt 7 Jahre lang seinen Auftritt haben wird und die ersten 3,5 Jahre einen großen Freund und Helfer spielen wird. Und die anderen 3,5 Jahre lang plötzlich sein Kriegsvorhaben offenbaren und entfalten wird. Diese Sachen wurden vorher und werden in unseren Videos, welche in der Videobeschreibung zu finden sind, als Lüge entlarvt. Die normalen 70 Wochen in Daniel, Kapitel 9, Vers 24 bis Vers 27, um welche es auch gehen muss, könnten eine große Orientierung sein in der Endzeit, wenn Jerusalem zerstört wird und ein Befehl ausgerufen wird, Jerusalem wieder aufzubauen, weil man dann vielleicht nach 69 Wochen das Eindringen des Antichristen in Jerusalem erwarten könnte, wobei man dann gut aufpassen muss, dass nicht eine Täuschung dahinter steckt, denn wir wissen nicht, wie oft Straßen und Gräben in Jerusalem zerstört sein werden, denn diese werden ja nach Daniel Kapitel 9 Vers 26 wieder aufgebaut. Die Folgen der 70-Jahr-Wochen-Theorie wären zudem dann auch die, dass man diese Orientierung dann in der Endzeit nicht hat. Wie schützt man sich jetzt aber vor Täuschungen in dieser Hinsicht? Alles, was davor in Erfüllung gehen muss, muss auch wirklich eintreffen. Und ebenfalls müssen auch diese 70 Wochen aus Daniel Kapitel 9, Vers 24 bis Vers 27 in Erfüllung gehen, wie es die Bibel lehrt. Diese 70 Wochen wurden hier zusammengefasst erklärt und der Rest wird in anderen Videos von uns erklärt. Gott helfe uns allen.